Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Saudi-Arabien wird zum ersten Mal mit Model Rumi Al-Qahtani an Miss Universe teilnehmen. Rumi Al-Qahtani hat mehr als 1 Million Follower auf Instagram und 200.000 auf X, wo er ein Bild gepostet hat, auf dem er die Flagge des saudischen Königreichs hält. Saudi-Arabien wird zum ersten Mal beim internationalen Schönheitswettbewerb Miss Universe antreten und durch das 27-jährige Model Rumi Al-Qahtani vertreten, wie sie selbst in einer Veröffentlichung im sozialen Netzwerk Instagram bekannt gab. Der in Riad geborene Content-Ersteller bezeichnete die Gelegenheit als eine Ehre und bemerkte, dass dies die erste Teilnahme Saudi-Arabiens an dem Wettbewerb ist. Qahtani wurde bereits auf anderen Laufstegen wie der Miss Arab World Bees ausgezeichnet und trägt die Titel Miss Saudi-Arabien, Miss Middle East und Miss Woman, die letzten drei im vergangenen Jahr. Rumi Al-Qahtani hat mehr als 1 Million Follower auf Instagram und 200.000 auf X, wo er ein Bild gepostet hat, auf dem er die Flagge des saudischen Königreichs hält. Mit Qahtani schließt sich die Monarchie des Persischen Golfs, die in Bezug auf die Rechte und das Bild der Frau sehr konservativ ist, Bahrain an, das bereits seit 3 Jahren am Weltwettbewerb teilnimmt. Miss Universe hebt die Altersgrenze für die Teilnahme am Schönheitswettbewerb auf. In einer offiziellen Erklärung vom September 2023 kündigte die Miss Universe-Organisation eine überraschende Änderung ihrer Teilnahmeregeln ab der Ausgabe 2024 an. Diese Entscheidung markiert einen Meilenstein in der Geschichte des Schönheitswettbewerbs, indem sie die Türen für Frauen jeden Alters öffnet. Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, dürfen am Wettbewerb teilnehmen. Diese Änderung gilt für alle Schönheitswettbewerbe im Jahr 2024 weltweit. Von da an können alle erwachsenen Frauen auf der Welt um den Titel Miss Universe kämpfen, heißt es in einer Veröffentlichung auf dem offiziellen Konto der Organisation. Bisher sahen die Regeln der Organisation vor, dass Kandidaten zum 1. Januar des Jahres, in dem sie antraten, zwischen 18 und 28 Jahre alt sein müssen. Miss Universe, Abboni Gabriel, wurde mit fast 29 Jahren die älteste Frau, die jemals gekrönt wurde. Diese Änderung stellt einen bedeutenden Bruch mit einer der strengsten und tiefgreifendsten Regeln in der Geschichte von Miss Universe dar, und nun können Frauen über 30 die begehrte Schönheitskrone anstreben. Wann und wo findet Miss Universe 2024 statt? Die 73. Ausgabe von Miss Universe findet am 28. September in Mexiko statt und ist diejenige, bei der die bisherige Gewinnerin, die nicaraguanische Shaines Palacios, ihre Nachfolgerin krönen wird. Schätzungen zufolge verfolgen jedes Jahr mehr als 500 Millionen Menschen den beliebten Schönheitswettbewerb live. Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar und abonnieren Sie uns, um weiter zu wachsen und uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok zu folgen. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.